Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Mass Effect 3. Schön, dass du auch dieses Mal wieder an meiner Seite stehst. Es wird etwas ruhiger, denn ich bin wieder auf der Normandie angekommen und Anderson wollte mit mir quatschen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch als erstes. Ganz kurz möchte ich sagen, ich habe mich tatsächlich jetzt etwas geärgert, dass ich nach Tessia nicht Javik mitgenommen habe, weil es da einen tollen Dialog gegeben hätte, den ich jetzt nicht hatte. Möchtest du diesen Dialog sehen? Christian hat ihn mitgenommen und es ist bei ihm Folge 68. Ich habe nämlich auch reingeschaut und ja, unbedingt angucken. Ist ein toller Dialog. Ich möchte da gar nicht viel vorwegnehmen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ne? Passiert ist passiert. So, und jetzt quatsche ich mit Anderson. Was möchte der denn? Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Ich wusste, wozu die Reaper fähig sind, aber ich wusste auch, wozu ich fähig bin. Und die Asari-Heimatwelt zu verlieren, war nicht vorgesehen. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kyle Lang hat Sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenem Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Ha! Wenn ich überlege, rede ich immer nicht, ne? Vielleicht sollte ich mal mir angewöhnen, meinen Gedanken Worten zu verleihen. Ich denke das dann manchmal. Also, ja, natürlich, also ich würde auf ihn wetten. Weißt du, das ist jetzt halt, sowas sagt man dann ja, wenn man denkt, hier komm, du schaffst es, Chaka, auch wenn man weiß, es wird nicht leicht, ja, einfach um da Mut zu machen, aber ich glaube, das ist nicht so meine Art. Ich denke auch Risikobereitschaft reicht nicht. Ich setze nicht den ganzen Krieg auf eine Hoffnung und ein Gebet. In Wahrheit könnten wir beides jetzt gut gebrauchen. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende. Ja, das war ja ein kurzes Gespräch. Siehst du, das hätte ich doch im letzten Part noch machen können. Ich wusste nur nicht, wie sich das verhalten wird. Ich möchte jetzt als allererstes, bevor ich irgendwas anderes mache, mit irgendjemand anders spreche, ich möchte jetzt erstmal gucken, wie es Liara geht, weil ich glaube, dass das für sie, also das ist ja schon so nicht einfach, das so anzugucken. Und es wird ja nicht unbedingt leichter, wenn das der eigene Heimatplanet ist. Deswegen möchte ich da jetzt auch als erstes... Commander, Cerberus hat eine Kommunikationsanlage auf Onteron angegriffen. Ich habe die Galaxiekarte schon aktualisiert. Ja. Ja, da gucke ich gleich. Jetzt, wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal nach Liara gucken. Und dann muss ich sowieso mal sehen. Ich habe ja noch ein paar Sachen zu machen, die mir einfach noch fehlen. Noveria fehlt mir. Mir fehlt noch so viel Zeug. Ich werde jetzt so ein bisschen vor mich hin questen dann danach. Aber heute ist erstmal... Dr. Tassoni führt ein Gespräch mit den Proteanen. Aha. Gut, dann gucke ich da gleich, wo die beiden sind. Da ist auch nichts gekommen. Aber die sind nicht hier auf dem Deck, oder? Nee. Gut, dann gehe ich dahin. Dann werden die beiden sich unterhalten. Alles klar. Dann schaue ich mal. Die sind bestimmt dann bei ihm in der Kabine. So. Warte. Das ist doch hier gewesen, ne? Ach je, Mensch. Ist alles eine Kacke. So. Bababam. Ja. 4 ist hier rum. Bin ja wohl nicht richtig jetzt hier gelaufen, doch. Nein, wir haben uns unseren Platz in der Galaxie verdient. Leugnen bringt nichts, Asari. Ihr Volk hat das Wissen meines Volkes aus dem Sender genommen. Ich habe einen Namen, Liara Tassoni, und ich will, dass Sie ihn ab sofort benutzen. Nein, Sie sind es nicht wert. Es gab heute schon genug Tote. Glauben Sie bloß nicht, Liara hätte das nicht zu Ende bringen können. Genau wie ich. Sie hat ihre Heimat verloren.
Machen Sie es nicht noch schlimmer, Javik. Wie Sie wünschen, Commander. Aber für verletzte Gefühle ist jetzt nicht die Zeit. Wir verarbeiten diese Niederlage oder wir sterben. Huhuhuhu! Mann, ja, dass die jetzt da so aneinander ecken, ja, ist klar, ne? Ich rede jetzt erst auch mit ihm, wo ich ja schon hier bin, ne? Und dann gehe ich nochmal nach Liara schauen. Ich habe gehört, dass Sie mit einer VI eines Vertreters meiner Art gesprochen haben. Es kämpft also noch ein weiterer Proteaner gegen die Reaper. Wenn es in diesem Krieg einen Sieg gibt, dann für alle Zyklen. Die Lebenden werden die Toten rächen. Und hadern Sie nicht mit dem Schicksal von Tessia, Commander. Der Verlust eines Planeten ist im Vergleich zum Verlust der Galaxie völlig unbedeutend. Ja, objektiv betrachtet mag das stimmen. Aber es ist auch der Verlust des eigenen Kindes, ja, ist im Vergleich zu den ganzen sterbenden Kindern dieser großen weiten Welt auch nur ein Fliegenschiss. Und trotzdem trifft einen das Meer. Ich habe im letzten Krieg viele Niederlagen erlitten, Commander. Schöpfen Sie daraus einen Antrieb für Ihren Zorn. Für jemanden, der behauptet, eine Expertin für mein Volk zu sein, weiß Ihre Asari sehr wenig. Ich bin gerade in Gedanken. Gut, dann gucke ich jetzt, wenn er jetzt dann in Gedanken ist. Ja, aber trotzdem, also da frage ich mich doch manchmal schon ein bisschen. Mensch, wo bin ich denn hier? Die sollen sich jetzt nicht noch untereinander in die Wolle kriegen, bitte. Ich nehme mal an, sie ist in ihre Kabine gegangen. Ich nehme es einfach mal an. Ich gucke da jetzt nochmal, weißt du, wenn sie jetzt nicht da ist, dann... Ich hätte ja auf die Karte auch gucken können, wäre einfacher gewesen, aber ja. Ich habe die Proteaner mein ganzes Leben lang studiert. Wenn ich den Sender auf Tessia früher gesehen hätte. Sie hätten Shepards Dechiffrierer benötigt, um ihn zu verstehen. Trotzdem hätte ich etwas erfahren können. Stattdessen hat meine Mutter den wichtigsten archäologischen Fund der Galaxie vor mir verborgen. Es muss für sie ein gewaltiger Witz gewesen sein, dass ausgerechnet ich Proteaner-Forscherin wurde. Die Strafen für das Zurückhalten proteanischer Technologie gehören zu den härtesten im Ratssektor. Vielleicht wollte ihre Mutter sie einfach nur schützen. Kann sein. Mag sein. Danke, Edi. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ja, Edi findet tröstende Worte. Wie konnte das geschehen, Shepard? Och, Maus. Habe ich angenommen, die Asari wären bereit, dass der Rat sie schützen würde? Oder habe ich mein Volk wegen des Katalysators einfach ignoriert? Das haben sie nicht. Sie sterben zu Millionen. Ich habe den Leuten auf Tessia Rettung versprochen. Wie viele Asari sind tot, weil ich Hilfe verlangt habe? Keine. Shepard, das stimmt nicht. Sie haben Ihr Volk seit 4 Jahren gewarnt, Liara. Sie haben keinerlei Grund, sich schuldig zu fühlen. Wenn wir schnell genug sind, haben Sie eine Chance zu überleben. Neu anzufangen. Tessia ist verloren. Aber die Asari noch nicht. Den Flüchtlingen helfen. Das könnte ich machen. Ich schulde es ihnen. Ich wusste, ihnen fällt was ein. Ich brauche noch etwas Zeit, Shepard. Aber danke. Ja, da konnte ich jetzt nicht umhin, meine Maustaste zu drücken. Das musste einfach sein. Ja. Ich brauche etwas Zeit, Shepard. Ja, dann, da ist immer noch nichts Neues. Da dürfte auch nicht wirklich irgendwas sein. Keiner, nee. Gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke, dass du mir einen schönen Tag wünschst. So, jetzt. Ach so, wenn ich doch hier schon mal bin, husche ich doch auch mal gleich hier rauf. Ach so, ist er anwesend hier? Ja, ist er. Alles klar. Dann gucke ich doch mal, was Gareth so macht, wie es dem geht. Hallo? Wo bist du? Was machst du? Hallo? Wo bist denn du? Bist du nicht in deiner Hauptgefechtsstadt? Das soll hier eigentlich irgendwo sein. Ach, da stehst du. Ey, ich bin so blind. Hi, Gareth. Was Neues von ihrer Familie? Sie konnten Palavin gerade noch verlassen.
Sie sind okay. Wir nehmen jede gute Nachricht, die wir kriegen. Leider sind's nicht mehr. Wieso? Der Primarch und ich hatten ein hartes Gespräch. Er sagte, unsere Flotte würde dezimiert und ich habe empfohlen, jede Offensive gegen die Reaper einzustellen. Voller Rückzug? Wir können Pelevin nur retten, wenn wir Schiffe für den Tigel haben. Aber wenn ich mich irre, haben viele turianische Familien nicht so viel Glück wie meine. Oh Gott, ja, scheiße. Er hat natürlich recht. Also da hast du wieder so das... Ja, mach es doch scheiße. Ich finde, die Entscheidung war richtig. Sie sollten wissen, dass ich dem Primarchen dasselbe geraten hätte. Ja, da kommen wieder die eiskalten Berechnungen. Wie kommen Sie zurecht? Das alles muss doch sein Tribut fordern. Ja, das tut es auch. Man kriegt eine gewisse Leck-mich-am-Arsch-Einstellung. Man kann nur begrenzt kämpfen. Nur eine bestimmte Menge Tod ertragen, bevor... Bevor ihr Freund sie aufhebt, abstaubt und ihnen sagt, dass sie die beste Soldatin sind, die er je getroffen hat. Wir stehen das durch. So wie immer. So, dann, mal gucken, hat er noch was zu sagen? Der Anblick, wenn eine Welt untergeht, ist etwas, woran man sich nie gewöhnt. Ja. Jahrtausende Zivilisation in Flammen. Haben Sie nach Liara gesehen? Ja. Sie ist Shepard. In Momenten wie diesen sammelt man all den Zorn und Frust, den man in sich trägt, füllt ihn in eine Flasche und arrangiert damit jedes Molekül in Kailengs Körper um. Sie bekommen Ihre Chance. Ja, hoffentlich. Später vielleicht. Alles klar. Dann gucke ich mal noch nach Dr. Chakwas. Wenn ich doch eh hier schon bin, kann ich da auch gleich vorbeigehen. Und zack. Hallo. Hallo, Commander. Hallo, Commander. Gut, ja, hallo gesagt habe ich, ist auch was wert. So, jetzt schaue ich mal. Jetzt könnte ich noch hier mit Javik habe ich geredet. Oh, in die Waffenkammer runter. Ja, ich glaube, das sollte ich vielleicht auch mal noch machen. Könnte ich mal machen. Und dann ist ja nur noch die andere hier. Pass auf. Ba, 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 ba. So, auf geht's. Und mit denen mal noch eine Runde quatschen. Ich bin bis zum Schluss dabei, Shepard. Ma'am? Gut, der hat nichts zu sagen. Dann husche ich jetzt noch zu James. Hey, nebenbei bemerkt, ich weiß, wie es ist, wenn man so eine Pechsträhne hat. Ich weiß, das macht es nicht leichter, aber... Sie sind nur ein Mensch, genau wie wir alle. Ich hätte Tess ja gerne mal vor dem Krieg besucht. Das ist bestimmt. Man stelle sich cool vor, gewesen, eine ja. ganze Welt voller blauer Schönheiten. Tja. Eines der Wunder der Galaxie, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie Cerberus da treffen wollen, wo es wehtut, bin ich dabei. Jederzeit bereit. Okay, ich glaube, das war's. Hey. Ja. Gut, dann noch einmal zu Joker und Edie. Und zack. Ach Mensch, ist doch alles echt nicht so toll. Ach so, hier, hast du noch was zu sagen, außer dass du die Karte aktualisiert Danke hast? Danke fürs Zuhören, Commander. Es war eine gute Idee und im Moment ist es die beste Spur, die wir haben. Wie auch immer. Viel Glück. Ja, danke. Commander? Okay. Ach so, da könnte ich auch mal noch gucken, ob ich eine E-Mail habe. Evakuierung von Tessia, von Asari Oberkommando. Gut, sie haben diese Nachricht geöffnet. Sie kommt aber gar nicht vom Asari Oberkommando. Das ist damit beschäftigt, sich um die Reste seines Planeten zu kümmern. Sie haben unseren Kampf auf Tessia also überlebt. Sie sind gar nicht so schwach, wie ich dachte. Aber vergessen Sie nicht, dass Ihr Bestes nicht ausreicht, um mich aufzuhalten. Ein ganzer Planet liegt im Sterben, weil ihnen die Stärke zum Sieg fehlte. Die Legende von Shepard muss neu geschrieben werden. Hoffentlich bin ich beim letzten Kapitel dabei. Das endet nämlich mit ihrem Tod. K.L. Das werden wir erst noch sehen, da ich das Kapitel selber schreibe. Ich denke nicht, mir eine Sterberolle zukommen zu lassen. Jetzt gucke ich doch mal, was hier mit Edie und Joker ist.
Wenn der Tigel nicht bald fertig ist, haben wir keine Galaxie mehr, die wir retten können. Ja, das wohl wahr. Tessia also, hm? Die Asari wünschen sich bestimmt, sie hätten weniger Tänzerinnen und mehr Elite-Soldatinnen. Zu früh? Sie sind ein guter Pilot, Joker. Deswegen lasse ich Ihnen viel durchgehen. Aber wir sind mitten im Krieg. Sehen Sie das? Tiptree. Eine kleine Kolonie am Arsch der Galaxie. Mein Vater lebt dort. Und meine Schwester. Die Reaper kamen vor knapp 2 Wochen. Sie können also davon ausgehen, dass ich durchaus weiß, dass ein Krieg tobt, Commander. Warum dann die Witze? Weil Edie sagt, dass sie laut den Metabolismus-Scans ihrer Panzerung im Moment mehr unter Stress stehen als während des skylianischen Angriffs. Eher so wie auf Torfan, als sie ihren kompletten Trupp durch den Fleischwolf gedreht haben. Und bei meiner letzten Unterredung mit Anderson sagte er, ich solle mich um sie kümmern. Der Anführer des Widerstands auf der Erde macht sich Sorgen um sie und ich soll dabei helfen. Ach, das ist ja sehr nett, aber ich krieg das schon hin. Ich weiß das zu schätzen, Joker, aber mir geht's gut. Von wegen. Sie sind doch selbst schon ein halber Roboter. Nichts für ungut, Edie. Und ich bin schuld daran. Als die Kollektoren die erste Normandy gesprengt haben, sind sie gestorben, weil sie wegen mir zurückkommen mussten. Konnte den besten Piloten der Flotte doch nicht zurücklassen, oder? Naja, hätte vermutlich in Ihrem Bericht schlecht ausgesehen. Kommen Sie, auf uns wartet Arbeit. Edie? Shepard? Ich habe eine Frage zum menschlichen Verhalten. Ja? Das ist kein guter Zeitpunkt, Edie. Ach, ich hab das vielleicht ein Witz? Fährt ein Pinguin durch die Wüste von Arizona? Ich bin nicht in Stimmung. Eine flotte Darbietung der Marseillaise? Nein. Also gut. Ich bewahre respektvolle Stille, bis Sie etwas anderes wollen. Ach, da hätte ich ihr schon geholfen. Hallo, Shepard. So. Commander? Ja, gut. Dann wäre das gewesen, ne? Sowas kommt von sowas. Dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle fürs Zuschauen. Meine Runde habe ich soweit gedreht. Ich überlege mir mal, was ich dann im nächsten Part machen werde. Und ja, wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Lass dich nicht unterkriegen und nicht ärgern. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.